Hello, hello, hello. Weiter geht's im Videomarathon. Heute ist hier richtig was los. Ich versuche jetzt alles aufzuarbeiten, was die letzten Tage liegen geblieben ist. Jetzt habe ich für euch, was machen wir als nächstes? Ich glaube, wir machen erstmal die Duftlampe des Monats November. Die ist so mega schön. Und der Duft des Monats November. Das ist wieder was für mich. Tannennadel. Ich liebe sowas. Der heißt Sweet Orange und Evergreen. Festlich frisch geschnittene Tannenbäume mit süßen Orangen und warmem Zedernholz laden sie zu einer Winternacht der Extraklasse ein. Gehört zur Duftfamilie Holzig, weil Baum. Schon so, wenn ihr den aufmacht, da ist schon so dieser pure Tannenbaumgeruch. Mit einem Touch Orange. Aber es ist halt wirklich, ja, schon fast so ein bisschen, fast schon so ein bisschen wie so eine Erkältungssalbe, finde ich. Aber sehr, sehr tannennadelig. Also wirklich Tanne. Tanne, Tanne, Tanne. Schön. Wie Badezusatz. Ich liebe das. Ich mag das total gerne. Deswegen freue ich mich jetzt auch schon mega auf unsere Bricks, die jetzt kommen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt aus dem Amiland. In Amerika gibt es ja Bricks. Die sind fünfmal so groß wie bei uns ein normaler Bar. Also, ne? So. Und wir kriegen jetzt die neue Kollektion nach Europa. Ab 7. November ist die für euch bestellbar. Wir können ab heute schon ordern. Ich bin sehr gespannt. Ich bin seit 2015 absoluter Prick-Fan, wo ich angefangen habe. Mit Sensi war mein Traum immer, irgendwann mal einen Prick zu besitzen. War immer schwierig dran zu kommen, weil Amerika, ne, ist ja nicht gerade mal um die Ecke. Umso mehr freue ich mich, dass wir sie jetzt nach Europa bekommen. Und da ist zum Beispiel auch der Icicles und Evergreen, der schöne Tannennadelduft. Den gibt es auch demnächst als Brick zu kaufen. Und da freue ich mich auch schon richtig toll drauf. So, die Monatslampe. November heißt Sparkling Snowman. Was mag das wohl sein? Ein mega süßer Schneemann. Den musste ich schon einmal auseinanderschrauben. Erzähle ich euch gleich, was ich fabriziert habe. Da habt ihr erstmal die Hände. Ja, ich war wieder zu euphorisch, habe mich zu sehr gefreut über diesen Schneemann. Hab den dann ausgepackt und. Naja, gut, dass es mir passiert ist. Ich kann es euch ja dann jetzt sagen und dann wird es euch mit Sicherheit nicht passieren. Ich weiß auch nicht, warum ich immer Gewalt anwenden muss, wenn was nicht so funktioniert, wie ich es gerne hätte. Ja, auf jeden Fall habe ich mich dann im Nachhinein geärgert, weil ich, wie gesagt, unten die komplette Platte abschrauben musste, um das wieder zu reparieren. Ihr habt den Schneemann, der ist aus Keramik gearbeitet. Hübsch gemacht. Ihr habt hier den Ein- und Ausschalter. Zeige ich euch aber gleich nochmal. Hier hinten ist die Wärmeplatte und das ist die Wachsschale. Die kommt da hinten drauf. Jetzt habt ihr hier links und rechts so eine Löcher, wo die Arme reinkommen und da sind so, ja, so Gummidinger drin. Die sind eigentlich auch reingeklebt, aber wenn man richtig viel Gewalt anwendet, dann kriegt man die auch da raus. Wenn ihr die Teile hier reinsteckt, dann bitte nur locker reingesteckt, bis es nicht mehr geht. Ich habe gedacht, ich könnte die tiefer reinstecken und habe dann, nachdem es nicht mehr weiterging, nochmal mit Gewalt gedrückt. Und dann ist mir dieser Pinöggel
in den Schneemann reingerutscht. Und dann stand ich da und dann hat der Arm gar nicht mehr gehalten. Und dann war ich mittelmäßig frustriert. Musste dann hier unten die Platte abschrauben, um wieder diesen Pinöckel hier rauszuholen. Also bitte vorsichtig, steck die nur locker da rein. Die halten dann schon. Das ist wie so eine Gummidichtung. Die ist aber innen drin zu. Also, ne, geht nur bis zu einem gewissen Punkt und dann kann die nicht mehr weiter. Wenn man dann mit Gewalt drückt, rutscht es halt rein. Nicht machen. Ist nicht gut. So, und das Ganze sieht dann. Oh, das Ganze sieht eingeschaltet dann so aus. Ich finde den richtig hübsch. Das ist eine ganz, ganz tolle Duftlampe. Die gibt es nächsten Monat dann auch 10% reduziert. Wie unsere Monatslampen immer, könnt ihr euch ab 1. November bestellen. Entweder über meine Webseite oder ihr meldet euch bei mir, dann bestelle ich euch eine mit. Und passend dazu gibt es dann den Monatsduft des Monats November, Sweet Orange und Evergreen. Habt ihr Tannenduft in einem Schneemann? Das Wetter soll ja dann auch irgendwann dementsprechend werden. Und ich finde den richtig zuckersüß, also richtig toll gearbeitet. Ja. Das ist die Monatslampe für November. Duftschale habe ich erst gedacht, ist ein bisschen klein, aber da kriegt ihr locker auch eure 4 Würfel rein. Es täuscht. Hier ist der Ein- und Ausschalter. Ihr habt innen drin ein LED-Licht verbaut. Das ist keine Glühbirne, die ihr tauschen könnt. Ihr habt aber auch hier wieder eine lebenslange Garantie auf die Technik. Also wenn er irgendwann mal nicht mehr leuchten sollte, könnt ihr den ohne Probleme eintauschen, umtauschen. Wenn es ihn nicht mehr gibt, gibt es eine Warengutschrift, beziehungsweise könnt ihr euch eine Duftlampe in der gleichen Preiskategorie dann raussuchen. Da wird Sensi dann mit Sicherheit eine Lösung für euch finden. Ihr bekommt auf jeden Fall Ersatz. Das ist die Monatsduftlampe von November. Ich wollte sie euch nur kurz zeigen, weil viele von euch schon nachgefragt haben. Ich musste jetzt lange warten, bis sie da war. Viele von uns bekommen sie jetzt noch gar nicht, weil sie irgendwie momentan nicht auf Lager war. Deswegen bin ich mega froh, dass ich sie schon bekommen habe und dass ich sie euch zeigen kann. Und wenn ihr noch Fragen dazu habt, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ihr könnt mich gerne anschreiben, auch über meine Webseite. Die Webseitenadresse packe ich euch wie in jedem Video unten in die Beschreibung. Und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns, wir hören uns. Bis dann!